leave us, just watch. Late night, I go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16. Mit Leicester City, heute geht's gegen Manchester City wieder auswärts. Letztes Spiel haben wir auch auswärts gespielt. 3-3 bei den Tottenham Hotspurs. Sehr, wie ich finde, unterhaltsames Spiel für einen neutralen Betrachter. Ich weiß ja nicht, für wen ihr immer seid. Sei ja euch überlassen. Und ja, wie gesagt, Spitzenspiel heute gegen den zweiten. Wir können auf den zweiten bzw. dritten Platz vorrücken. Kommt immer darauf an, wie Arsenal spielt, ne? So, Hinspiel haben wir 3-0 gegen die gewonnen. Darf man nicht vergessen. 3-0 haben wir gegen die gewonnen. Und bevor ich es jetzt vergesse, würde ich gerne mal unseren Neuzugang Imaho Issikiel auf die Bank tun. Der hat schon eine 74er Stärke, ist erst 21? Ich glaube 21 ist er erst. Also noch seine ganze Fußballerkarriere vor sich. Und er kann sich auch hoffentlich auch noch gut entwickeln. Ist ein schneller Mann, 96er Antritt. Vielleicht hätte ich ihn auch von Anfang an heute mal bringen sollen. So als Überraschungsmoment für Manchester City. Aber okay, wir haben die im Hinspiel geschlagen, aber heißt ja nichts. Rückspiel muss auch noch gespielt werden. Im Etihad, ne? Heißt das Stadion? Genau. Im Etihad Stadium zu Manchester. Schauen wir mal, was uns hier heute erwartet. Auf geht's. Nächstes Spitzenspiel. Oder was heißt nächstes Spitzenspiel? Das Spitzenspiel, zweiter gegen vierter. Wir können, wie gesagt, im besten Fall auf den zweiten Platz vorrücken und wir gucken mal, wie Manchester City sich hier zu Hause schlägt gegen uns. So, hier haben wir zum ersten Mal Schlupp. Oh, der Fehlpass nach hinten. Schade. Vincent Kompany. Wären wir fast zum ersten Mal da gewesen. Kevin De Bruyne spielt mit langärmeligen Shirt? Nee, oder sehe ich das falsch? Ach, oder sind die Trikots so? Nee, die Trikots sind, glaube ich, so, ne? So schwarz an den Ärmeln. So, Robert Huth. Wardi, die kommen aus dem Abseits, dann kriegst du den Ball. Genau. Wardi jetzt gegen drei Mann. Otamendi grätscht dazwischen gegen Clichy. Hat Wardi gut nachgesetzt. Gökhan Inler. Haben wir ein bisschen Glück. Und jetzt Drinkwater und Ena Chao. Gegen seinen jetzigen Club immer noch, weil er ja ausgeliehen ist. An uns. Siebte Minute, frühe Führung. 1-0. Ena Chao jubelt zwar gegen seinen Ex-Club, aber er ist ja nur ausgeliehen von Manchester City. Da müssen wir auch mal gucken. Wir haben richtig viele Spieler. So nebenbei habe ich gerade mal geguckt. Noch vor ein paar haben wir nur geliehen. In Ena Chao ist einer davon. Wenn wir den fest verpflichten wollen, dann müssen wir bestimmt ein paar Millionchen hinlegen, wenn er so weitermacht. Also Ena Chao trifft gegen seinen Ex-Club, von dem er nur ausgeliehen ist. Sechstes Tor von Kelechi Ena Chao. Frühe Führung, siebte Minute. Sehr schön. Haben wir Manchester City gleich mal auf dem falschen Fuß erwischt. Die berühmte eiskalte Dusche verpasst. So. Aber City wird sich auch irgendwann reinfinden ins Spiel, deswegen hellwach hinten sein. De Bruyne gegen N'Golo Kante. Ah, schade. De Bruyne nochmal N'Golo Kante gegen, wer ist das da? Clichy? Oder die 5? Nein. Zabaleta. Genau. Zabaleta war das. So, Schlupp hat den Ball. Ja, klärt ihn in die Mitte auf Drinkwater. Der hält sich den Gegner vom Leib. Stark gemacht. So, und jetzt der Pass von Inler. Perfekt. Ach, nein, wenn Clichy da nicht gestanden hätte. Dann hätte Wardi wieder freie Fahrt gehabt. So, Silva. David Silva in der Mitte ist Clichy. Yaya Touré. Yaya Touré. Und er verliert den Ball gegen Mahrez. Ui, böses Foul von Yaya Touré. Vor den Augen des Schiris. Muss eigentlich gelb geben. Normalerweise, oder? Nix. Da gibt es nix. Gibt es nur eine Ermahnung, oder? Doch, gibt doch die gelbe Karte im Nachhinein. Ich wollte gerade sagen, also vor dem Schiri, von hinten rein. Ein taktisches Foul eigentlich, gelbe Karte. So, und weiter geht's. Über Mahrez. Auf der anderen Seite ist Simpson. Der gefällt mir auch in den letzten Spielen richtig stark. Schnell, aggressiv. So, wie man als Verteidiger spielen sollte. Simpson, da ist Drinkwater. Gökhan Inler hat mal ein bisschen Platz. Steckt auf. Oh, ich wollte auch Wardi durchstecken. Aber egal, Ena Chao hätte den auch fast gekriegt. Aber weiter nachsetzen. Wenn wir das unter Druck setzen und schön die Defensivarbeit nicht vergessen, dann können wir abseits, ne, von Aguero. Wollte gerade sagen, abseits. Dann können wir durchaus ein zweites Tor schnell nachlegen. Aber bei City musst du immer aufpassen, wie gesagt. Schnelle Leute, trickreiche Leute. Aber wir machen das bislang super, muss ich sagen. Schlupp zieht nach innen. Drinkwater. Da ist gar kein Inler. Komm, hinterlauf mich ein bisschen. Dann kriegst du den Ball ein bisschen besser. Da ist Mahrez. Mit der Seite, Mahrez. Schade. Der kann den auch schlänzen, aber ein bisschen besser als der jetzt gerade. Okay, gar kein Problem. Weiter geht's. Jetwei gewinnt den Kopfball. Also wir gewinnen, wie gesagt, sehr viele Zweikämpfe. Manchester City ist doch überhaupt nicht im Spiel drin, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und da ist wieder Ena Chao. Aber abseits. Schade. Aber schön gemacht. Der war auch wieder drin gewesen. Hätten wir einfach nur ein bisschen früher gespielt. Naja. Aber weiter geht's. Wir setzen die. Oh, wieder Glück gehabt. Also City weiß überhaupt nicht, was die Sache ist. Die spielen schlecht bislang, muss ich sagen. Deswegen müssen wir da gleich mal. Oh, wieder Fehlpass fast. Doch, wieder ein Fehlpass von Otamendi. Und der steckt
direkt auf Vardy durch. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube Simpson. Vardy, ganz in Ruhe. Vardy, 2-0. 28. Minute, hochverdient. Also Man City findet gar nicht statt. Als ob wir hier mit uns selber spielen würden. Leichtes, lockeres Trainingsspiel für uns. Mahrez war das. Okay, jetzt sehe ich es. Mahrez auf Vardy. Der läuft erstmal allen davon. Dann ganz in Ruhe, lässt sich noch ein bisschen Zeit. Und Willi Caballero im Tor kann dann auch nichts machen. 14. Tor von Jamie Vardy. Schön gemacht. 2-0 nach einer halben Stunde. Und man kann es nur sagen, hochverdient. Also, für mich ist Manchester City noch nicht da. Ich meine, klar, körperlich sind sie da, aber vielleicht vom Kopf her geistlich sind sie noch nicht anwesend. Das machen wir bislang richtig gut. Ehena, ciao. Wieder sind wir vorne über Drinkwater. Gegen Zabaleta. Aber Man City kann auch aus jederzeit aus nix ein Tor machen. Deswegen müssen wir immer gewappnet sein und hellwach sein, damit wir hier möglichst als Sieger heute vom Platz gehen. Und wieder Mahrez und wieder Jamie Vardy. Wieder gegen Clichy. Ah, der kommt zu spät. Der kommt zu spät. Den Freischuss nehme ich mir, da gehe ich jetzt nicht weiter. Den Freischuss nehme ich mir. Gibt auch die gelbe Karte für Gael Clichy. Ja, also haben wir jetzt unsere Seite gefunden, wo wir rüberspielen. Nein, okay. Der hat so ein... Ach, die haben so ein Unterzieht-T-Shirt. Also war das nicht vom Trikot. Aber warum spielen die den im Sommer mit einem Unterzieht-T-Shirt? Naja, also Mahrez. Den bringen wir jetzt mal rein. Mahrez, schöne Flanke, da kommt Gökhan Inla. Und wieder macht Willi Caballero da einen Fehler. Und wieder kriegen wir den leider nicht rein. Schade. Guter Versuch. 38 Minuten sind gespielt. Wie gesagt, wir sind bislang die bessere Mannschaft. Es geht nur in eine Richtung. Einbahnstraßenfußball in diesem Spiel. Mahrez. Schade, steht Vincent Kompany richtig. Otamendi. Otamendi, ja, weiß nicht wohin. Jetzt spielt er auf Caballero. Der spielt in die Mitte auf Fernandinho. Und außen auf De Bruyne. Von dem habe ich mir auch viel mehr erwartet. Wie von der ganzen Mannschaft eigentlich. Deswegen überrascht mich das, dass sie so schwach sind heute. Zabaleta. Oh, ist aber auch gewagt. Vincent Kompany. Gewagt, gewagt. Und sie können den Ball nur hinten raushauen. Mit Glück kommt er jetzt mal an auf De Bruyne. Aber, ja, gibt keinen Foul. Wir sind einfach schneller und aggressiver. Oh, Schlupp. Großer Fehler. Oder wenn wir sie durch so Fehler ins Spiel kommen lassen. Dann können sie natürlich auch immer ein Tor machen. Aber Delph schießt ihn ins Aus. Dürfen wir uns aber nicht so häufig erlauben. Da können wir ruhig mal in der zweiten Halbzeit Imaho Issikiel reinbringen. Unser Neuzugang. Dann kann der auch gleich mal zeigen, was er drauf hat. Kann sich mal zeigen. So, Mahrez. So, Vardy. Simpson hinterlauf nochmal. Jawohl. Simpson läuft da Clichy weg. Der muss jetzt aufpassen. Der hat nämlich gelb. Wenn er jetzt grätscht, dann... Ja, kein Foul. Hat er Glück gehabt. Ich dachte, der pfeift jetzt. Yaya Touré hat ebenfalls schon gelb. Also mehr über Yaya Touré und über geil Clichy spielen in der zweiten Hälfte. Jetzt nochmal aufgepasst. Kun Agüero. Hat er gut gemacht. Nachspielzeit der ersten Hälfte. Jedwai kommt dazu und hat den ganz souverän. Kriegt aber nicht den Freistoß. Drinkwater nochmal. Ja, super. Souverän. Also man weiß gar nicht, was man heute großartig kritisieren soll. Weiterspielen, konzentriert bleiben, keine Scheiße hinten bauen und dann gehen wir hier als Sieger vom Platz. Auch in der zweiten Hälfte. Wir machen das super. Man City findet, wie gesagt, bis dann gar nicht statt. So, Arsenal liegt schon mal 1-0 hinten gegen Bournemouth. Das kommt uns schon mal entgegen. Werden wir zum jetzigen Zeitpunkt Zweiter. So, jetzt bringen wir mal Issikiel rein. Vorne für Ehena Chao. Gucken wir mal, 94er Antritt, ey. Beweglichkeit, Balance hat er, Sprungkraft, also ist auch kopfballstark, denke ich mal so halb. Obwohl Kopfbälle nicht so gut sind, aber okay. Er kann sich ja noch entwickeln. So Spiele sind für ihn auch gut. Weiter geht's. 2-0, steht's zur Pause. Issikiel, wie gesagt, auch er jetzt mit seinen ersten Einsatzminuten, haben wir ja von Ajax Amsterdam uns mal geholt. Oder von Anderlecht, weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich glaube von Amsterdam. Ich glaube von Amsterdam kommt er. So, und Man City, was kommt von Man City? Haben sie sich besprochen in der Pause? Sehen sie es jetzt auch selber ein, dass sie mehr machen müssen? Oder spielen sie so weiter wie in der ersten Hälfte? Das würde uns entgegenkommen. Delph. De Bruyne, Delph. Schöner Pass in die Mitte. Yaya Touré. Und da ist Fernandinho. Ja. Erster Abschluss kommt von Man City. Also sie haben sich schon mal mehr vorgenommen auf jeden Fall in der zweiten Hälfte. Schon mal mehr Torschüsse als in der ganzen ersten Hälfte. Jetzt noch 3 Minuten. Deswegen weiter konzentriert bleiben. Das 2-0 ist zwar gut, aber ist noch nicht in trockenen Tüchern. Wenn wir jetzt so fahrlässig hier spielen. Silva. Geil, Clichy. Unten auf Yaya Touré. Da ist Silva. Achtung in der Mitte. Da ist Kun Agüero. Ja. Kun Agüero steckt durch auf Delph. Und Schmeichel ist da. Stark. Und Yedwai. Ist noch dazwischen. Bleibt mir die Stimme weg hier. So, Issikiel zum ersten Mal. Hat den Ball verloren. Aber jetzt hat er einen. So, 96er Antritt. Das, oh, das sieht man. Der hat einen 96er Antritt. Stark.
Jetzt, verpasst er in Richtung mit das Reinspielen. Schade, aber der ist schnell. Da haben wir auf jeden Fall einen guten Einkauf auch wieder gemacht. Kanté, jetzt kannst du Mahrez mal probieren. Mahrez! Aha! Er kommt wie ein Stein wieder runter bei seiner Schusskraft. Aber das war gerade eine richtig heikle Situation. Hättest du da 2-1 gestanden, wäre es unnötig wieder spannend geworden im Spiel. Und Martinez kommt rein. Javi Martinez, haben sie sich geholt vom FC Bayern. Für Vincent Kompany. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Glück. Schade, dass er fast nach unten durchgereicht wird. Und jetzt Silva wieder gegen Gökhan Inler. Silva auf die andere Seite. Auf Fernandinho. Ah, schade, wenn wir da Isikli gehabt hätten. Zabaleta, Golo Kante passt auf, verliert aber den Ball, kriegt aber den Freistoß und somit ist auch nach einer Stunde immer noch das Ergebnis gleich geblieben. Wir führen immer noch 2-0, weil wir hochkonzentriert weiterhin spielen. Vorne auch natürlich aufs dritte Tor gehen müssen, auf jeden Fall. Auf dem 2-0 dürfen wir uns nicht ausruhen. Inler steckt durch auf Kante, schade. Caballero ist da. Der beste Mann bislang bei Manchester City, bleibe ich bei. So, Mahrez, wen haben wir denn da in der Mitte? Hut zum Beispiel ist auch immer ein guter Adressat. Oder ein N'Golo Kante. Nee, Mahrez darf es nochmal probieren, kriegt die zweite Chance. Geht auch leider futsch. Aber Mahrez nochmal zum dritten mit dem Kopfball. Delft, De Bruyne, wie spielen sie es da hinten aus? Zabaleta. Ah, hat er gut gemacht. Kommen wir jetzt nicht hinterher? Doch, kommen wir hinterher. Leider ein Foul. Naja, egal, dürfen wir uns erlauben vorne. Ein taktisches Foul muss auch mal sein. Gibt nur eine Ermahnung vom Schiri. So, und vorne war dann natürlich Isikil auf Ballverluste, dass er durchsprinten kann. Martinez, Zabaleta, De Bruyne holt sich jetzt die Bälle hinten ab, weil vorne geht für ihn nicht so viel, habe ich das Gefühl. Zabaleta und Schlupp. Wenn wir sie da stören, im Spielaufbau, dann werden die auch irgendwann voll genervt sein. Ne? Also so wäre das bei mir in echt. Wenn mich jemand immer im Aufbau stören würde, im Mittelfeld oder so, dann würde mich das auch extrem abfacken. Okay, Robert Huth klärt. 20 Minuten haben wir noch hier in dieser Begegnung, dann haben wir hoffentlich 3 Punkte mehr auf dem Konto und sind hoffentlich auf dem 2. Tabellenplatz. De Bruyne. Achtung, schöne Flanke ran auf den 2. Pfosten. Schöne Chance und da ist das Tor. Ah, Kun Agüero. 2-1. Wieder durch ein Duseltor eigentlich. Durch nix eigentlich. Eigentlich war die Situation schon bereinigt. Was Simpson da gemacht hat, weiß ich nicht. Müssen wir gleich nochmal genau hinschauen. Also die Flanke kommt von De Bruyne. Flanke kommt von De Bruyne. Dann setzt sich Silva durch. Köpft gegen den Pfosten und dann schaltet Kun Agüero einfach schneller als Simpson und dann macht er sein 10. Tor und schon ist wieder Spannung drin. Umsonst eigentlich. Eigentlich die zweite echte Torchance im ganzen Spiel, aber so ist das halt. Ne? Wenn man vorne die Chancen oder wenn man halt zu schläfrig agiert, dann kann sowas auch mal passieren. Aber wir haben ja nicht schlecht gespielt. Das kann immer mal passieren. Also, dass wir Manchester City komplett vom Tor fernhalten, das war mir klar, das wird sowieso nicht passieren. Aber jetzt können wir vielleicht gleich das dritte Mal nachlegen. Über Ezekiel und Drinkwater kommt er noch ran. Schade. Kommt leider nicht dran. Vielleicht können wir noch einmal wechseln. Oder zweimal. Wir haben ja noch 2 Wechsel. Nathan Dyer für Gökhan Inler. Trevor Drinkwater mal auf 10. Und Gray können wir nochmal für Mahrez reinbringen. Lass mal die Jungen hier auch spielen lassen. Auch in so einem Spiel. So, Viertelstunde bleibt noch. Aubameyang für Delft. Also, dass man so Spieler nicht von Anfang an bringen lässt. Oder spielen lässt, weiß ich auch nicht. Naja. Ist deren Sache. So, Drinkwater. Da ist Isikiel. Imo Isikiel. Ah, schade. Hätte er sich den vorbeilegen können, wäre er weg gewesen. Gegen Zabaleta. Zabaleta, das Fernandinho. Oh, jetzt aufgepasst. Nicht, dass wir uns noch ein Tor kassieren. Das wäre echt nicht fair. Aber egal. Um Fairness geht es hier nicht. Oder darum, was verdient ist oder nicht. Schmeichel hat den. Vielleicht können wir jetzt nochmal einen Konter starten und da das 3-1 dann machen. Oh, da müssen wir aber aufpassen, dass wir solche Fehler nicht machen. Gray setzt gut nach. Yaya Touré, da seht ihr das. Diese spielen wieder mit einem Innenverteidiger mehr vorne, weil 10 Minuten vor Schluss ist das immer so in FIFA. Yaya Touré, Schlupp setzt da zum ersten Mal nach. Wenn wir den jetzt verlieren, wenn die den jetzt verlieren, Martinez. Ja, da warten wir jetzt mal, da gehen wir nicht nach. Willi Caballero, was macht er? Er hat keine Anspielstation. Was soll er machen? Unten hat er jetzt eine Anspielstation gehabt. Martinez. Silva, sehr ballsicher. Silva, jetzt nochmal den Ball verlieren. Yaya Touré, oh nein, nein, Touré. Mahrez, Fernandinho. Aber du kannst dann auch nicht an den Ball kommen. Du kannst dann auch machen, was du willst. Das ist es halt so in FIFA. Du kannst machen, was du willst. Jetzt Simpson. Auf Jamie Vardy. Klasse. Pass nach vorne gegen Martinez. Ah, Martinez ist einfach stärker. Aber es gibt einen Foul. Oder es war ein Foul und es gibt einen Freistoß. Für uns. Gray. Den würde ich gerne kurz ausführen. So. Gray. Da ist Nathan Dyer. Da ist Robert Huth mit nach vorne gegangen. Jedwai. Schön. Oh, schöner Pass nach innen. Hat aber nichts gebracht. So, jetzt Kevin De Bruyne.
Zabaleta, Jedwal setzt energisch nach. Das ist kein Foul. Drinkwater gegen De Bruyne. Na, foul uns doch, komm. Eckball. 90. Minute läuft. Gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Den Eckball führen wir mal. Was? Es gibt keinen Eckball? Das war noch Eckball, oder nicht? Ich habe den Eckball. Okay, dann habe ich es falsch gesehen. Aber ich meine, es war ein Eckball. So, Vardy auf die Außen, auf Nathan Dyer, Drinkwater. Warum spielt er nicht auf Ezekiel? Ich wollte eigentlich auf Ezekiel. So, jetzt nochmal wach sein, die letzten Minuten. Achtung, Kun Agüero nochmal. Kun Agüero. Das wird... Ah, oh, nochmal ein Eckball. Scheiße, warum muss er auch ausgerechnet Schub anschießen? Warum kann er nicht einfach irgendwo anders hin? So, Caballero ist mit vorne. Aufgepasst, De Bruyne mit der Ecke. De Bruyne. Achtung, Schmeichel. Ja, faust du den lieber weg. Da kommt Ezekiel gegen Aubameyang und Schlupp nimmt ihn runter. So, das Tor ist leer. Ach, schade. Hätte ich jetzt mal drauf geschossen. Aber okay, wir gewinnen das Spitzenspiel 2:1. Wir setzen uns im besten Fall, ja, sind wir Zweiter, setzen uns ein bisschen ab. Und ja, kommt halt drauf an, wie Arsenal jetzt gespielt hat. Gucken wir mal. Wir gewinnen auf jeden Fall hochverdient 2:1, auch von den Chancen her. Ja, ich dachte, wir haben eigentlich mehr Schüsse, aber... Okay, war dann nochmal spannend zum Schluss, klar, weil die wieder auf ein Tor rangekommen sind, aber wir gewinnen bei City 2:1, wir gewinnen wieder ein Auswärtsspiel und wir gucken mal, also Arsenal hat verloren, wir sind Zweiter, wenn Chelsea jetzt noch federn lässt, dann wäre das natürlich noch optimaler. Ra, die haben nämlich noch ein Spiel, gut, im besten Fall würden die auf 5 Punkte wegziehen, aber es kommt ja noch das direkte Duell dann am letzten Spieltag, habe ich schon geguckt, am letzten Spieltag spielen wir dann in London gegen Chelsea, also wenn es dann noch dann um die Meisterschaft geht, eieiei, das wird ein schönes Gekloppe. Mit Jürgen Klopp, nein. Also, Akte ist aus Deutschland, können wir mal kurz rüber gucken, aber Wu Lai als Chinese, der ist aber auch nicht schlecht. Naja, Fabian Scher, Anderson, die Verdächtigen, Jonathan Tah, klar, aber der kostet leider zu viel Kohle. Vielleicht im Sommer, wie gesagt. Vielleicht haben wir im Sommer dann mehr Geld zur Verfügung. So, als nächstes geht's gegen Stoke City, Paraguay, nee, liegt mir auch zu weit in Amerika und das ist mir zu amerikanisch. amerikanisch. So, Stoke City wird also unser nächster Gegner sein und Chelsea hat ihr Spiel nur unentschieden gespielt. Ja, sehen wir also, die haben nur noch 3 Punkte Vorsprung. Oh, ist das eng zusammen, ey. Chelsea, City, also Leicester City und Manchester City trennen 3 Punkte und wir haben genau dieselbe Tordifferenz wie Chelsea, haben aber 2 Tore mehr geschossen, haben dafür aber auch 2 Tore mehr kassiert als Chelsea, ne? So viel dazu. So, jetzt wollte ich nochmal gucken, wo Stokes steht. Stoke City steht auf dem 14. Platz, steckt mitten im Abstiegskampf. Liverpool kämpft sich so langsam nach oben, aber ich glaube, international wird es dieses Jahr nichts werden. 6 Siege nur. Und unten, wie gesagt, die 3 Verdächtigen immer noch Sunderland. Southampton hat sich rausgekämpft auf dem 17. Platz, haben jetzt 3 Siege. Bournemouth und Watford ist ein neues Tabellenschlusslicht. Da wird es ganz schön eng. Wir haben zwar noch 15 Spiele zu spielen, das wird noch richtig spannend. Oben wie unten. Hier darf niemand federn lassen. Niemand schenkt sich was, niemand schenkt die Punkte ab. Deswegen ist die Premier League so spannend. Manchmal spannender als die Bundesliga. Also, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Ciao!